Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, nachdem wir den Angriff aus der Tiefe letztes Mal überlebt haben, sind wir diesmal bei der Dinosaurier-Dolanz. Wer es wohl ist, ich weiß es. Mein Valentine saß auf einem Hügel, um einen ruhigen Moment für sich selbst zu haben. Ich verstehe es nicht. Erstklassiger Dolanz zu zerstören ist in der Regel so viel Spaß wie Winterschlussverkauf. Warum kann ich es nicht mehr genießen? Es ist wegen dieser abscheulichen Punk-Show. Ey, okay, Punk? Ich kann es nicht glauben, dass ein Amateur wie er mich schlug. Ich muss einen riesigen Punk heimzahlen. In dem Moment sprang Rex Raptor raus, den Mai auf dem Weg zum Duelist Kingdom duelliert und besiegt und überraschte sie. Ich bin es, Rex Raptor, der Dino-Duelland. Und mir juckt es, das Match wie auf dem Boot begann zu beenden. Lustig, ich dachte, ich hätte dich bereits auf den Jersey-Hintern gehauen. Glaub mir immer, was du willst. Du bist dabei, gestampft zu werden. Du glaubst, dass ich eine Minute mit einem Erbsengehirn wie dich vergelte? Verschwinde, Dino-Atem. Husch, husch. Erbsenhirn? Ich war ein Finalist der diesjährigen Landesmeisterschaft und ich werde dich auch wieder wissen lassen, dass ich schon 5 Sternships gewonnen habe. Mai hielt die Armband hoch und zeigte ihre Sternships. Wow, wie kannst du schon 8 Chips bekommen? Von Möchtegern wie dich, die kennen, dass wenn sie ein Mädchen duellieren, dass sie einige einfach Sterne bekommen. Ich habe nur einmal verloren. Aber sobald ich diesen Joey Punk finde, ist Payback angesagt. Joey Wheeler? Wie konntest du gegen ihn verlieren? Ich würde dich gerne sehen, es zu versuchen. Das gibt mir eine Idee. Rex stimmt zu, dich zu duellieren. Wenn du etwas für mich zuerst machst. Mai und Rex suchten nach Yugi und seine Freunde in der Hoffnung, Joey zu finden. Es dauerte nicht lange, bevor sie es taten. Sag mir nicht, das ist, was ich denke, es ist. Wie geht es dir, Joseph? Froh, mich zu sehen? Begeistert. Also Joe, kämpft Yugi noch immer all deine Kämpfe für dich? Jeder weiß, dass wenn Yugi nicht da wäre, um deine Hand zu halten, hättest du mich nicht geschlagen. Ist es nicht so, Yugi? Stimmt nicht. Oh, wirklich? Dann schlage ich vor, er steigt hier und jetzt aus dem Schatten raus, wenn Joey denkt, dass er so hart ist. Mal sehen, wie er für sich selbst spielt. Glaubst du, dass du Mut hast, um das Gesicht des Duellanten zu sehen, den ich für dich agiert habe? Ich duelliere auf Mais Auftrag. Erkennst du mich? Das ist Rex Raptor. Die Knalltyp, du soll mich erschrecken, aber was? Ich wette, er ist nicht so hart. Erinnerst du dich nicht, Joey? Rex hat den zweiten Platz der Landesmeisterschaft gemacht. Nun, Joey, musst du Mama um Erlaubnis fragen oder was? Das ist deine Chance, dich zu beweisen, oder ziehst du zurück? Mach dir keine Sorgen, Schwester, ich werde dich stolz machen. Also gut, es ist Dino für der Zeit, lass uns duellieren, bring es. Okay, gut, wir nehmen natürlich das geschichtliche Deck und später eben nochmal das alles mit unserem eigenen Deck. So, und wir nehmen die Schere und verlieren. Naja, gut, wir spielen das weiter, ist auch nichts Neues. Und dann machen wir mal los. Vor allem, dass wir keine Monster auf der Hand haben. Okay, ich probier's mal. Effekt aktivieren von elegante Wohltäterin. So, dann haben wir hier eins, dann haben wir Nummer 2. Okay, 1200. Das würde relativ gut gehen. Da kann man nämlich seine erste Karte zerstören. Wir aktivieren den Effekt hier. Ich habe gedacht, die Defense aller auf dem Monster, die sich... Achso, okay. Okay, gut, hab's kapiert. Dann aktivieren wir unsere Sorgen.
Und hoffen mal, dass der hier dazu kommt. Beschwören den hier. 1500, genau. Gehen in die Battlephase und greifen ihn direkt an. Okay, gut. Dann nehmen wir noch diese Karte und beenden. Der hätte ich zuerst liegen müssen, glaube ich. Und beenden dann mit unserem Zug. Aha, Wiedergeburt. Ja, dann holt er sich meinen Drachen wieder. Nein. Nein. Ja. Ja, komm. Effekt aktivieren. Seine dämliche Karte. Och, warum konnten der jetzt auf einmal alle ziehen? Spezialbeschwörung. Oh, die hat er so und dann spitze. Ach man. Okay, ich kapiere die Karte nicht ganz, aber mir egal. Wir kontrollieren jetzt einfach mal. Komm, wir kontrollieren jetzt einfach mal die Karte hier. Und beschwören ihn. Können ein Tribut wählen und nehmen mit die hier. Genau, die geht auf den Friedhof und dann können wir. Oh, 2000. 1500. Wir greifen einfach mal schön an jetzt. Ach nee, wir können nicht in die Battlephase gehen. Das ist der Nachteil, genau. Wir können in dieser Runde nicht in die Battlephase gehen. Das war das gewesen. 1600, da würde ich jetzt mein Dings angreifen, genau. Geht mit dem Rest in die Verteidigungsmodus, okay. Wir legen den hier einfach mal, wir setzen ihn einfach mal, Verteidigungsmodus. Wir gehen in die Battlephase und greifen mit dieser wunderschönen Karte sein Monsterchen an. Kriegt Führen und Schaden, ist nicht viel, aber besser als nichts. Und wir gehen natürlich nie in die Phase rein. Sein Deck in die Karte hinzufügen. Ja, schön. Jetzt seine Dino-Leute sind hier stärker geworden. Ach man. Ich glaube, das sieht für, ja, für die Dino-Sales. So, hier bräuchte man eigentlich ein Opfer. Habe ich auch nicht. So, wir greifen aber hier. Wir können keine Karte setzen, das ist... Also, beziehungsweise wir müssen ihn Tribut ansetzen, weil er 5 Sterne hat. Deswegen gehen wir in die Battlephase und greifen mit seinen Dinochen an. Und damit bin ich mein Zug. Du bist dran, Rex. Okay, das Einzige, was er gemacht hat, ist eine Karte im Verteidigungsmodus hingelegt. Und wir haben jetzt eine neue Karte bekommen. Geil. Die können wir auch nicht legen. Ach, Leute. Battlephase kommen. Greifen wir seine verdeckte Karte an. Oh nein. Nein. Warum nur? Warum habe ich das gemacht? Geil, er hat mich angegriffen. Jetzt fühlt er sich stark oder was? So, wir haben hier ein Kriegerchen. Ungeheuer, Krieger und Krieger. Jo, okay, dann beschwören wir den ohne Probleme. Greifen wir mit unser eigenes Monsterchen an. Battlefall angreifen, greif das wunderschöne Monsterchen an. So, und wir gehen natürlich in die Endphase rüber. Genau. 700 ist ja nicht gerade wenig. Und Koyoki, ich weiß gar nicht, der Name sich so komisch an. Kann ich auch ein verdecktes Monster nehmen? Das steht ja nicht da. Ich mache jetzt einfach mal, ich bin mal gespannt. So. Und da können wir nämlich jetzt, nehmen wir wieder Kaiser, beschwören ihn natürlich. Und setzen seine Karte als Tribut. Können diese Runde nicht angreifen, ist aber mir egal und... Ich beende meinen Zug. Nächste Runde machen wir ihn fertig. So sieht es nämlich aus. Okay, er geht noch nicht mal in den Mai. Oh, wir haben den Kampfstier. Schön. So. Wir gehen natürlich schön in die Battlephase rein. Angreifen, direkter Angriff. Aber hat letzte Runde nichts gelegt. Geil, oder? So, 2000 nochmal abziehen. 3000 hat er noch. Eine Runde kann er noch. Danach ist er schon tot. Sind wir irgendwie die Runden jetzt? Okay, vielleicht nicht ganz nächste Runde tot, aber... Oh, was haben wir hier Schönes gezogen? Was ist ein Feuermonster auf? Haben wir leider hier nicht. So, ich würde mal sagen, greifen wir mal an, oder? Gehen in die Battlephase. Greifen mit dem Monster hier an, weil wir wissen nicht, ob das einen Effekt hat. Nein. Und greifen mit 2000 direkt an. Muss ihn schon mal wehtun.
Muss man mal sagen. Und wir gehen in die Endphase. So, ich würde mal sagen, der hat halt irgendeine Karte, dass ich wieder den Ding zurückbekomme, den Schaden oder sowas. Wir gehen einfach in die Battlephase rein, greifen mit unserer schwächsten Karte an, aber es bringt nichts, weil wir nicht angreifen können diese Runde. Macht mir natürlich auch nichts aus, weil eine Runde mehr bringt ihn auch nichts. Wir greifen einfach mit irgendeiner Karte an, warum auch nicht. Angreifen mit 2000 und Todesser. Ich glaube, ja, du hast mein Sternschiff gewonnen. Ich habe nicht nur den Sternschiff gewonnen, sondern auch deinen rotäugigen... Oh, ich habe seinen rotäugigen... Okay. Gut, das böse Geil... Der böse Geist vom Ring. Bin ich mal gespannt, wen wir da treffen. Das weiß ich überhaupt nicht, wer es sein könnte. Das sehen wir natürlich im nächsten Mal. Wenn euch der ganze Pod gefallen hat, gebt noch oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensa-Bot. Ciao, ciao.